Dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur 175. Fraktionssitzung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen. Heute am 17. Januar. Wie immer fangen wir an mit Feststellung der Beschlussfähigkeit. Wir sind 10, inzwischen 11 MDL. Das heißt, wir sind beschlussfähig. Top 1, Genehmigung des Protokolls der 174. Sitzung der Fraktion vom 10.01. Gibt es dazu Wortmeldungen? Der Grumpy. Nur für mich, da ich etwas schwacher besetzt bin im Büro, den NÖ-Teil von letzter Woche, den kann ich leider erst zeitlich nächste Woche kurz nachliefern. Aber keine Sorge, der ist nicht weg oder so. Also man kann ihn ab nächster Woche in deinem Büro einsehen. Alles klar. Gut. Ja. Gut, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann schlage ich vor, diese Genehmigung zu verschieben auf nächste Woche ohne NÖ-Teil. Keine Genehmigung. Gibt es jemanden, der sich dagegen ausspricht? Gibt es jemanden, der sich enthalten will? Nein, dann machen wir das so. Ich will nicht freiwillig übersetzen. Hier weg. So. Kurz bevor wir in die Berichte von Pressestelle und Fraktionsgeschäftsführung und Vorstandsreferat einsteigen, ein kleiner Hinweis, was wir gestern auch im Vorstand besprochen haben. Wir haben heute eine relativ lange Tagesordnung. Ich werde also heute mal wieder ein bisschen auf die Uhr gucken und werde darauf hinweisen, wenn wir bei Tagesordnungspunkten sehr außerhalb der von uns veranschlagten Zeit sind, damit wir mit der Tagesordnung heute durchkommen. Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario. Ja, moin. Wir haben gestern, also ich wiederhole ein bisschen das, was ich gestern in der Fraktionsvorstandssitzung gesagt habe, was ihr da im Protokoll auch nachlesen könnt. Wir haben gestern eine gemeinsame PM mit der CDU gemacht. Die es tatsächlich auch auf, wie ich gerade sehe, auf Seite 1 der Rheinischen Post gebracht hat, zumindest als Erwähnung. So wie das dann auch später von Bild und anderen gemacht haben, drohen mit Untersuchungsausschuss, steht das da natürlich nicht drin. Könnt ihr nachlesen, haben wir so nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist die Intention klar geworden und wir haben das damit auch erreicht. Wir haben Ende letzter Woche eine Chronik im Fall Amri veröffentlicht über unsere Webseite und die ganz gezielt nur wenigen Medien zugeschickt, was dazu geführt hat, dass sie am Samstag dann in der Welt veröffentlicht worden ist. War also auf dem Weg für uns auch ein Erfolg. Sowohl die Vorarbeit, die ja durchaus ein bisschen arbeitsintensiv war, wo maßgeblich Steffen und die Erna dabei waren, als auch eben das ganz gezielt nur wenigen zu geben. Und das war auch nicht unsere übliche Bubble, die wir diesmal bespielt haben. Ich habe gestern was zur internen Kommunikation gesagt, wo ich sage, da gibt es innerhalb der Fraktion noch Verbesserungsmöglichkeiten. Das will ich aber jetzt im Detail nicht machen, vielleicht kommen wir ja später noch dazu. Aber da geht, aus meiner Sicht können wir uns eben da besser werden, aber die entscheidenden Leute habe ich teilweise direkt angesprochen. Das brauchen wir jetzt nicht in größerer Runde machen. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir es ja später noch. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir am 30. Januar das Gutachten zum fahrscheinlosen ÖPNV in NRW vorstellen. Weil wir in der Vergangenheit immer so einen guten Kontakt zur Rheinbahn und der Straßenbahn hatten, haben wir dann eine Straßenbahn in Düsseldorf gemietet und stellen das in diesem Sonderzug vor. Wir glauben, dass das gut ist. Düsseldorf, Straßenbahn, Piraten, was sollte einem da anders einfallen? Und nutzen das dort, machen das mit Catering und allem drum und dran. Das ist am 30. Januar, die Einladung ist gestern an die Medien rausgegangen. Des Weiteren haben wir in den letzten Tagen für die Pressestelle, das ist so ein bisschen intern, in der Pressestelle eine Urlaubsplanung gemacht für die Zeit bis Mai, die ist noch nicht en Detail fertig.
Aber die kann bei Jens eingesehen werden, will. Einfach um zu, mal zu gucken, dass wir uns da auch drum kümmern und dass das funktioniert. Als weiteren letzten Punkt habe ich gestern diese Nummer mit den Fake News angesprochen. Das ist etwas, was uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Ich hatte Uwe gebeten, also habe ich gebeten, das in die, als politischen Punkt hier in die Phrase zu bringen und Uwe auch dazu gebeten, der dankenswerterweise da ist und seinen Knopf immer noch nicht zu hat. Da sollten wir später drüber reden. Das wird uns beschäftigen. Das ist politisch. Das war's von meiner Seite aus. Also wir finden durchaus gut statt. Die Social-Media-Statistik von Steffen habt ihr alle gelesen, gehe ich von aus. Das setze ich als bekannt voraus. Zwei Themen noch, die dazukommen, beide am Donnerstag, am 19. Und zwar die Sitzung im Innenausschuss. Ne, das haben wir auch auf der Agenda hier. Silvester 2015/16 und die Präsentation. 16/17. Ja, meine ich. Entschuldigung. Und die Pressekonferenz für die Enquete ÖPNV. Ne? Ja, als Ergänzung. Gibt es zu diesem Punkt Rückfragen, Anmerkungen, Kommentare? Bitte. Mit Mikrofon bitte, nicht hinten sitzen, danke. Das Thema, was Mario gerade angesprochen hatte, ist aber nachher dann erst hinter dem letzten Top in Öne. Gut, alles klar, danke. Gut, weitere Rückfragen, Anmerkungen sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut, bitte. Ja, letzte Woche ist die Justierung der Arbeit des Vorstandsreferates umgesetzt worden. Ich habe den Eindruck, das funktioniert sehr gut. Wir hatten gestern eine Referentenrunde, da haben wir das Thema Plenarplanung nochmal angesprochen. Die einzelnen Referenten sind gebeten worden, auf die Abgeordneten zuzugehen, um die nächsten Plenarsitzungen, also alle Plenarsitzungen bis zur letzten schon durchzuplanen, damit wir wissen, was wir an einzelnen Personalplanungen, an einzelner Plenarplanung, was wir da machen. Wir haben gestern auch über Best of Legislatur nochmal gesprochen, da ist der Auftrag erteilt worden, dass wir tatsächlich die wichtigen Big Points rausarbeiten, die wir in der gesamten Legislaturperiode abgearbeitet haben, insbesondere mit Blick auf, welche Anträge sind von wem abgelehnt worden, was ist sozusagen auch für die nächsten Plenarsitzungen da noch draus zu ziehen. Ansonsten bin ich jetzt dabei, das Budget für 2017 fertig zu machen und für die nächste Fraktionssitzung vorzulegen. Dann haben wir gestern im Vorstand beschlossen, dass wir zu einer Mitarbeiterversammlung einladen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da durchaus die Möglichkeit haben, das vielleicht im Januar noch hinzubekommen. Das wäre es. Gibt es Rückfragen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Dann danke, Hartmut. Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den Kernarbeitskreisen. Ja, guten Morgen, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich würde ganz gerne erstmal lobend erwähnen, dass die Antragsbearbeitung zum digitalen Kompass aufgrund der Diskussion, die wir letzte Woche geführt haben und der daraus resultierenden Entscheidung hervorragend von den Referentinnen und Referenten umgesetzt worden ist. Das ging sehr unbürokratisch und war tatsächlich auch in der Kürze der Zeit höchst produktiv, das muss man mal lobend erwähnen. Und das wird auch dort diesbezüglich mit dem digitalen Kompass weitergehen. Ich habe gestern an die Referentinnen und Referenten noch in Absprache mit der Geschäftsleitung aus dem Vorstandsreferat eine Mail geschickt, wo es nochmal um die gerade erwähnte Best-of Geschichte geht, dass die Referentinnen und Referenten nochmal liefern, wir das bündeln und dementsprechend dort verankern. Gleiches gilt für den Vorschlag von Briefing-Zetteln zu unseren relevanten Themen und so weiter. Es ist alles eingestiert, dass die Referentinnen und Referenten dort liefern. Ja, wurde ja gerade schon erwähnt, wir sind ein bisschen neu sortiert worden. Das ist ganz gut angelaufen. Ich hoffe, dass es immer Optimierungsbedarf gibt, ist klar von allen Seiten, muss sich halt eingrooven, aber die erste Woche war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich persönlich bin zuständig dafür, dass wir
in der PR-Öffentlichkeitsarbeit etwas intensiver die Fraktionsspitze in Position stellen. Und das hat, glaube ich, schon ganz gut funktioniert, weil wir da morgens telefonieren, heute wegen Bahn nicht, aber ist ja jetzt, wir sitzen ja jetzt zusammen. Aus den Kernarbeitskreisen gestern kann ich berichten, dass nicht wirklich was diskutiert worden ist, weil die mangels Masse immer nur eine halbe Stunde gedauert haben maximal. Ist dem auch geschuldet, dass der Vorstand auch lange getagt hat und zusätzlich kann ich da nicht weiter zu sagen, was Anwesenheiten dort angeht. Das ist auch, entzieht sich unserer Kenntnis, was Kolleginnen und Kollegen und Abgeordnete während der eigentlich verpflichteten Zeit tun. Das kann ich nicht sagen, aber wir gehen dem Ganzen mal auf den Grund. Genau aus diesem Grund haben wir auch eine Vorlage, die wir vorschlagen und die der Vorstand gestern positiv beschieden hat. Da geht es um die Optionierung des einer der Kernarbeitskreise, nämlich den Demokratie, Menschenrechte und Transparenz. Das ist der um 14 bis 15 Uhr tagt, der meistens spärlich besetzt ist und auch durch, ich sag mal, Reduzierung des Teams, aus welchen Gründen auch immer, dementsprechend da auch Kräfte dieses Kernarbeitskreises weggebrochen sind. Wir würden vorschlagen, und das liegt ja auch hier zur Abstimmung vor, wie gesagt, der Vorstand hat das gestern einstimmig gotiert, dass wir den optional nur noch tagen lassen. Das heißt, wenn Themen in dem Bereich aufploppen, die diskussions- oder kritisch sind, diskussionsnötig sind, dann würden wir dazu gesondert als Vorstandsreferat einladen. Die anderen beiden, Aktuelles und Digitale Revolution, die sind besser besucht und die sind auch produktiv. Und wir würden, wenn es, also wenn jetzt im Aktuelles, weil da die Diskussionen immer meistens sehr, sehr fruchtbar sind und auch deutlich sind, in dieser Zeit des anderen Kernarbeitskreises, den wir jetzt optionieren, dort weiter diskutieren. Und Tom will auch noch was zu sagen. Man muss natürlich auch, wir wissen ja alle, dass mit dem nahenden Mai die Gremien also die Kernarbeitskreise als Gremium, um jetzt irgendwie ganz neue Projekte in die Wege zu leiten, sowieso unwichtiger werden. Die entscheidenden Sachen werden auf anderen Wegen in die Wege geleitet, wie wir ja gerade beim digitalen Kompass sehen. Und dann werden sie dort weiter besprochen. Darum ist das auch okay so. Und wenn jetzt irgendwie die Arbeitskreise insbesondere mit Leuten besetzt sind, die sich sowieso mit den Themen beschäftigen, wie zum Beispiel die weitere Vorbereitung der Anträge aus dem digitalen Kompass, dann ist das sinnvoller, als wenn wir da jetzt jede Woche nochmal drei neue Themen besprechen. Zudem, du warst durch, ne? Mehr oder weniger. Zudem nur als Hinweis, Nico und ich bereiten bereits für das nächste Plenum einen Antrag zu Fake News vor, den wir schon im Dezember besprochen hatten. Und der wird jetzt weiter gemacht und dann eingereicht. Amen. Gut. Gibt es hierzu Rückfragen, Anmerkungen, Frank? Ja, vielen Dank. Ich wollte mich nur bei Tom für die Ergänzung und Erklärung bedanken, das hört sich gerade so ein bisschen an bei dir, Hilmar, als hätte da niemand Interesse, gerade bei Demokratie und Menschenrechte hat man ja des Öfteren jetzt gerade im Bereich Aktuelles halt dieses Thema und dadurch war das eine leichte Doppelung. Insofern ist das, glaube ich, gut, das so zu machen, den praktisch noch optional auf Antrag quasi und Bedarf dazu einzuberufen. Ansonsten die Zeit ist einfach auch notwendig, montags sich um andere Dinge zur Vorbereitung und so weiter zu kümmern. Daran liegt sicherlich auch die Abwesenheit der MDL. Ansonsten vielen Dank für die Anmerkungen dazu. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen?
Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch eine Vorlage zum eben besprochenen Thema Änderung der Zeiten für die Kernarbeitskreise. Vorlage B2 2017. Ihr habt die vorliegen. Gibt es dazu Rückfragen, Anmerkungen? Das sehe ich auch nicht. Dann kämen wir hier zur Abstimmung. Wer für die Änderung der Zeiten wie vorgeschlagen der Kernarbeitskreise ist, der möge sich jetzt melden. Gibt es jemanden, der sich enthalten möchte? Doch, müsstest du dann jetzt namentlich machen. Ja. Aus. Okay, dann nochmal, dann machen wir das so. Top 5, Einholung von Meinungsbildern gemäß § 11 der Satzung ist der fest eingebaute Tagesordnungspunkt für unser Meinungsabfragetool. Der Grumpy meldet sich. Genau, obwohl das Abfragetool noch gar nicht technisch 100%ig fertig ist, aber wir sind bei was? Ja, genau, es gibt da noch ein, zwei Designfragen zu klären. Michel ist da auch tatsächlich fleißig dran, dass wir das halt hinbekommen. Wir haben im Vorfeld uns dann auch im Rahmen der Antragsabarbeitung schon Gedanken gemacht und haben bereits jetzt einen Antragsvorschlag in einer ganz bewusst gewählten Rohfassung noch, die wir dann auch direkt mit vorstellen können und auch mehrere andere kurze Fragen vorbereitet, die man genauso dann ganz sinnvoll und gezielt noch für die kommenden Plenarwochen über die Fraktionen an den Landesverband heraus zur Diskussion stellen kann. Ich sage das Thema mal bei dem einen Antrag, da kommen dann höchstwahrscheinlich noch ein paar weitere Anträge dazu. Dieses eine Thema, was ich auf jeden Fall schon in der Schublade habe, heißt Creative Commons und Förderung von Creative Commons, freie Lizenzen in dem Zusammenhang und ich freue mich da schon mal drauf. Hartmut. Noch eine kleine Ergänzung. Es wird heute ein Schreiben fertiggestellt. Das wird dann der Fraktionsvorsitzende an den Parteivorstand senden, mit der Bitte, sich möglichst zahlreich an diesem Meinungsbildungssystem zu beteiligen. Ja, und kurz zum Stand. Es geht also gerade, die Grafik ist fertig. Hilf mir, das Layout ist fertig, die erste Umsetzung ist erfolgt. Jetzt geht es eigentlich nur noch um einige Icons und um Dinge klarzustellen, dass das intuitiv ist, weil wir haben ja gesagt, wir wollen ein Tool, das intuitiv bedienbar ist. Ich habe heute Nachmittag noch mal ein kurzes Treffen dann mit unserer IT, dass wir das durchgehen und dass wir dann innerhalb der nächsten Tage da mit Fertigstellung rechnen können. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen zum Top 5? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu Top 6, Vorbereitung der Plenarsitzung vom 25., 26., 27. Januar. Muss ich hier auf Stopp und da auf. Ups. So. Wir haben Anträge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Erster Antrag, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Absenkung des Eingangsquorums des Artikel 68 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen. Gibt es hierzu Vorstellungsbedarf? Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Oder ist eben klar, was wir da tun? Das scheint so. Dann keine Ahnung. Beschreib es doch mal kurz. Wir sind auch im Stream. Da draußen kann sich jetzt gerade bitte keiner zurückmelden. Hau rein. Nee, Michel, beschreib es doch mal kurz, weil im Stream kann sich niemand zurückmelden, habe ich nicht verstanden oder weiß ich nicht genau, worum es geht. Nur die Überschrift reicht nicht so ganz. Sag mal genau, worum es geht, das wäre gut.
Gut. Wir haben die Möglichkeit, Volksinitiativen, Volksentscheide in Nordrhein-Westfalen zu machen. Dazu braucht es einer gewissen Anzahl von Menschen, die die bei dieser Abstimmung teilnehmen. Diese Quoren sind zu hoch. Wir haben in den Diskussionen mit den Fraktionsvorsitzenden diese berühmten Gespräche, wo nur die Fraktionsvorsitzenden das, den gordischen Knoten durchschlagen sollten, bla bla bla, haben wir gesessen und hatten uns tatsächlich auf ein niedrigeres Eingangsquorum verständigt, mit dem auch alle einverstanden waren. Aber im Zuge der Verfassungskommission ist das dann wieder hinten runtergefallen. Und da wir uns alle verständigt haben und einig waren, können wir das jetzt eigentlich auch so machen, weil jetzt sind wir ja in der Phase, wo wir die Sachen wieder einzeln abstimmen, wo man sich eigentlich einig war, was aber nicht in dieses große Paket passte. Und deswegen fordern wir die Absenkung des Quorums auf 5% von 8. Applaus, Applaus, Applaus. Gut. Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag einbringen? Möchte sich jemand enthalten? Das sehe ich nicht. Jo, tun wir. Nächster Antrag. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid. Zweites Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren. Da geht es darum, dass die dass die Formulare bei Volksbegehren, dass die Unterschriftensammlung bei Volksbegehren natürlich auf der Straße stattfindet. Andererseits liegen allerdings auch Formulare auf den Ämtern aus. Die Zeit auf den Ämtern, dass diese Unterschriftenlisten auf den Ämtern ausliegen, ist allerdings zu kurz, wesentlich kürzer als diejenige, wo man frei sammeln kann. Wir wollen ändern, dass die Unterschriftenlisten für Volksbegehren, zumal es davon nicht jetzt gerade so viele gibt, so lange auf den Ämtern ausliegen, wie auch Unterschriften draußen auf der Straße gesammelt werden können. Das sollte die gleiche Frist sein und das wäre vernünftig und das wäre gut. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Gerhard. War lange nicht mehr hier. Nein, ich wollte eine Anmerkung. Das war die Lautstärke. Ich wollte eine Anmerkung machen. Wie ihr in der Vorlage seht, habe ich keine bestimmte Frist gewählt für die Änderung der Vorschriften. Da steht ja bis zum Abschluss des Volksbegehrens auszulegen. Jetzt ist die Frage, ob man eben eine solche Formulierung wählen will und sich dann aus der Auslegung des Gesetzes beziehungsweise die konkreten Termine, zum Beispiel zum laufenden Volksbegehren G9, werden ja immer durch den Minister veröffentlicht, ne? Ob man das dann für ausreichend betrachtet oder ob man lieber tatsächlich eine Frist haben will, wo dann drin steht, das läuft 48 Wochen oder so. Den Begriff, den ich da gewählt habe, ist also nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, zumindest aus meiner Sicht. Den Begriff bis zum Abschluss des Volksbegehrens, der steht in dem Gesetz selbst. Insofern habe ich das für unproblematisch gehalten. Und wie gesagt, das ergebe sich dann aus dem Zusammenhang. Aber es kann trotzdem sein, dass es dann in der Plenardebatte eine entsprechende Einwendung gibt. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal kurz mit demjenigen, der dann zu dem Thema reden wird. Wollte ich nur darauf hinweisen. Ja, machen wir. Wir beide sprechen. Ich fand das eine gute Formulierung. Es kam ja auch keine Einwände. Gut, gibt es dazu Wortmeldungen, Nachfragen? Das sehe ich nicht. Gibt es jemand, der gegen die Einbringung dieses Antrags ist? Gibt es jemand, der sich enthalten möchte? Beides nicht der Fall. Dann machen wir das so. Nächster Antrag. Endlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2000 umsetzen, keine verfassungswidrigen Funktionszulagen an Mitglieder des Landtags mehr zahlen. Ja, ein Antrag, der eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ich weiß gar nicht, warum wir so einen Antrag stellen müssen, aber die sind hier halt so doof. Das Bundesverfassungsgericht, ja, tut mir leid. Das ist illegal, was sie tun. Das Bundesverfassungsgericht, ja, tut mir leid, ist halt so. Das Bundesverfassungsgericht hat 2000 geurteilt, dass außer Funktionszulagen für Fraktionsvorsitzende alle anderen Fraktionszulagen unbegründet sind, weil sie in der Veränderung der Aufgaben innerhalb des Parlaments, der zeitlichen, abgedeckt sind, auf gut Deutsch ein
in der Verfassungstheorie, ob das in der Praxis stimmt, sei mal hingestellt, in der Verfassungstheorie hat eben ein PGF einfach weniger Ausschussarbeit zu leisten als andere und hat dadurch mehr Arbeit, mehr Zeit dafür, PGF zu sein. Der Ausschussvorsitzende bekommt vom Landtag einen weiteren Mitarbeiter, eine weitere Mitarbeiterin und hat damit die Kompensation dafür, dass er Ausschussvorsitzender ist, dass die Fraktionen ihren Mitgliedern, die in entsprechenden Ausschüssen, Gremien, sonst was sitzen, noch Zulagen für diese Funktionen zahlen, hat das Verfassungsgericht gesagt, ist unzulässig. Wird aber weiterhin betrieben und aufgrund einer neuen Presseanfrage von letzter Woche und Presseveröffentlichung von letzter Woche haben wir mal wieder feststellen müssen, dass diese Funktionszulagen nach wie vor gezahlt werden und zwar auch mit beiden Händen gezahlt werden. Die CDU zahlt über eine halbe Million Euro an ihre Mitglieder jedes Jahr. Die SPD auch, sogar mehr. Ich habe es umgekehrt im Kopf, aber sei es drum. Es ist richtig? Okay, die SPD sogar noch mehr. Paradox daran ist, dass diejenigen, die bei den Nebeneinkünften am meisten angegangen werden konnten, sprich der Vorsitzende der SPD-Fraktion hier im Landtag, auch noch die meisten Funktionszulagen bekommt und damit der noch Meistverdienende dieses Landtags, wie auch immer es. Ja, ist ein riesengroßartiger Prediger. So, ja, der Antrag sagt nichts anderes als, dieses Verfassungsgerichtsurteil einzuhalten und anzuerkennen, dass diese Funktionszulagen, die hier gezahlt werden, verfassungswidrig sind. Punkt. Gibt es dazu Anmerkungen, Nachfragen, habe ich was vergessen? Hast du die Summe, die Herr Römer monatlich bekommt, zufällig im Kopf? Nein. Für den Stream? Ich weiß die Nebeneinkünfte nicht, deswegen weiß ich die Gesamtsumme nicht. Das macht es unspannend. War also deutlich sechsstellig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Plus Nebeneinkünfte. Nee. Mehr als die Ministerpräsidentin? So viel steht schon mal fest. Na gut, hat ja auch mehr zu sagen. Naja. Der Gerhard ist zuerst dran, dann der Toso. Rein technischer Hinweis bzw. Bitte. Wir haben die Initiative oder die Idee zu diesem Antrag ist am Donnerstag gewesen. Ich habe den dann am Donnerstag geschrieben. Mir ist noch ein rein redaktioneller Fehler aufgefallen. In der Begründung steht einmal Fraktionszulagen statt Funktionszulagen. Das würde ich gleich. Nadja ist heute da, glaube ich, ne? Oder? Wer macht das heute? Wie auch immer, mit unserer Antragstelle, ich würde gleich hochgehen und den Satz da korrigieren wollen. Togo. Ich wollte nur noch mal fragen, ist der gleiche Norbert Römer, für den jemand aus der SPD-Fraktion erst zum Staatssekretär gemacht werden musste, damit er überhaupt in den Landtag einzieht, weil die Liste der SPD ja nicht gezogen hat, richtig? Also es ist nicht nur die Nebeneinkünfte, sondern wir haben da auch noch eine extra Position für bezahlt jetzt die letzten 4,5 Jahre. Psst, ist ein guter Mann. Alles gute Leute. Und um das kurz zu sagen, die Funktionszulagen für Norbert Römer sind übrigens völlig verfassungsgemäß, überhaupt gar kein Problem. Das Problem sind eher so die Ausschussvorsitzenden und stellvertretenden Ausschussvorsitzenden und was weiß ich nicht, was sie da alles bezahlen. Und PGs. Gut. Aber Toso ist nur ein temporäres Problem. Gibt es jemanden, der dagegen ist, dass wir diesen Antrag einbringen? Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Bin ich gesprungen, Grumpy, in den Anträgen? Ja. Tatsächlich. Das liegt daran, dass du irgendwas unten schon wieder geändert hast. Man kann sich nicht auf diese Dinger da verlassen. Nächster Antrag. Flächendeckend Mängelmelder für ortsbezogene Hinweise einrichten. Wer stellt den Antrag kurz vor? Grumpy. Genau, einer der Anträge aus dem digitalen Kompass in diesem Zusammenhang. Es ist so, es gibt einzelne Kommunen, die wirklich hervorragende Vorarbeit leisten in dieser Hinsicht und entsprechend Beschwerdestellen auch im Internet bereits eingerichtet haben. Und dort kann man anonym und rasch und relativ einfach und zügig bestimmte Problempunkte im Bereich des Bauens, des Bauwesens zum Beispiel melden, wenn irgendwo Straßenschäden sind, wenn irgendwo Sanierungsschäden sind. Sekunde mal gerade.
Und in diesem Fall nehmen wir das Land Brandenburg als Musterbeispiel, denn es wird natürlich sofort wieder heißen, so, ja, das ist ja Aufgabe der Kommunen. Ja, das ist korrekt. Und viele Kommunen haben ja auch reguläre Beschwerdestellen oder Vorschlagsstellen eingerichtet oder eigentlich alle. Nichtsdestotrotz, es gibt auch immer wieder einzelne Petitionen hier im Landtag, die unter anderem auf Probleme hinweisen. Und im Land Brandenburg ist es so, dass man sich gesagt hat, okay, dann bündeln wir das doch mal kurz auf Landesebene und stellen das für alle zur Verfügung. Auch für die Kommunen, die das halt noch nicht haben einrichten können. Demzufolge nach ist es ganz einfach nur eine etwas höher angesiedelte Stelle, so wie wir auch auf Landesebene ja verfassungsgemäß das Petitionswesen haben, welches ja auch für Probleme mit Behörden zuständig ist. Und diesem werden wir mit diesem Antrag ganz einfach gerecht. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei Stefan Hochstadt und dem Team Verkehr bedanken, welches dies schlicht und einfach rasch hat umsetzen können. Dankeschön. Rückfragen, Anmerkungen? Tuso. Ganz wichtig ist, das flächendeckend herauszustellen. Zurzeit ist es tatsächlich so, dass verschiedene Kommunen auch schon Apps anbieten, um das sehr, sehr schnell tun zu können. Das Problem ist, dass ich für jedes Dorf eine eigene App brauche, was bei 396 Kommunen in NRW irgendwann zwar gut für die Smartphone-Industrie ist, aber vielleicht nicht jedem hilft, der in diesem Land unterwegs ist. NRW ist schließlich auch das Land der Pendler und man findet nicht nur in seiner Heimatkommune irgendwas, was zu verbessern gibt. Dementsprechend ist das gut. Allerdings müssen wir es natürlich tatsächlich so ausgestalten, dass es ein Angebot an die Kommunen ist und nicht verpflichtend. Ansonsten müssen wir auch eine Finanzierung hinterlegen. Olli. Der Antrag vergleicht das mit der Behördennummer oder zieht das zumindest als Vergleich mit an, dieser 115, was eigentlich sehr viel sagt, nämlich die Mängelmelder-Idee ist ja nun mal irgendwie total verbreitet, jeder kennt die irgendwie, aber es gibt jede Menge Schrott in dem Bereich, vor allem jetzt auch aus kommerzieller Hinsicht, was uns an der Stelle nicht weiterhilft. Das ist ungefähr so wie die Idee, dass man irgendwo bei einer Behörde anrufen kann und eine einheitliche Behördennummer. So ein Unterschied ist das. Das ist ich war sehr skeptisch, als ich nur das Wort Mängelmelder hörte. Das ist aber ein sehr vernünftiger Antrag, der genau diese Mängel bei den Mängelmeldern nämlich behebt. Weitere Wortmeldungen liegen mir im Moment nicht vor. Das bleibt auch so. Ist jemand gegen die Einbringung dieses Antrags? Möchte sich jemand enthalten? Das war eigentlich gerade wichtig. Tose muss noch was dazu sagen. Genau, das hatte keiner gehört. Der Hilmar hatte einen guten Vorschlag, das könnte ja Avato fürs ganze Land machen. Das ist wahrscheinlich auch wieder die SPD-Idee dahinter, wenn sie das übernehmen. Ich habe dazu dann halt nur eingeworfen, eventuell klappt das mit der Anonymisierung dann nicht komplett. Also, vielleicht folgt man doch lieber unserem Antrag. Entschuldigung. Gut. Nächster Antrag. Das Land NRW muss die Freigabe von Cannabis in lizenzierten kommunalen Abgabestellen unterstützen. Bitte. Dann sage ich doch sehr gerne was dazu. Ja. Langer, böser Blick zu Lukas. Eine unendliche Geschichte der Cannabis-Legalisierung im Landtag NRW sozusagen. Wir haben ja schon mehrere Initiativen dazu gehabt, etwas zum generellen Entkriminalisieren von Cannabis. Wir hatten Anträge zum Thema Abgabe an Patienten. Wir haben Anträge gehabt zum Thema, das Land soll Rahmenbedingungen setzen, damit die Kommunen in den Genuss kommen, wollte ich schon sagen. Nein, damit die Kommunen die Möglichkeit bekommen, halt eben kontrollierte Abgabestellen einzurichten. All diese Anträge wurden hier von allen Parteien im Hause, bis auf uns natürlich, abgelehnt. Auch die Grünen haben fleißig dagegen gestimmt. Gleichzeitig tingelt zum Beispiel unsere Gesundheitsministerin durch Schulen in NRW
und setzt sich oder diskutiert mit den jungen Menschen vehement über die Cannabis-Legalisierung und versucht sie dafür umzustimmen und sagt, welche Vorteile das hätte. Und das ist natürlich an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Deswegen dachten wir uns, geben wir der Frau Gesundheitsministerin bzw. der regierungstragenden Fraktion und auch allen anderen hier im Hause nochmal die Möglichkeit, sich eindeutig zu positionieren in dieser Frage, weil vor allem auch zwischenzeitlich Kommunen selbst nicht mehr länger auf das Land oder auf den Bund warten wollten und selbst Initiativen ergriffen haben, so zum Beispiel Münster und Düsseldorf und Frankfurt. Dort fehlt es allerdings häufig an Geld. Also Düsseldorf hat zum Beispiel mit 20.000 Euro eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Düsseldorf hat das Glück, eben das Geld zu haben für solche Sachen, andere Kommunen nicht. Und dann schlafen halt eben diese Initiativen in den Kommunen ein, obwohl halt eben der Wunsch danach ist, sowas umzusetzen. Deswegen dachten wir uns, soll das Land doch einfach einen Fördertopf installieren, in dem sich Kommunen, die Lust haben, da halt einen innovativen Weg zu gehen und eine kontrollierte Cannabis-Abgabe zu ermöglichen, in diesem Fördertopf sich bedienen können, um halt ihr Anliegen voranzutreiben. Und ja, jetzt bekommen die anderen Fraktionen die Möglichkeit, sich mal dazu zu positionieren und es wird sehr spannend, also ein historischer Moment für NRW sozusagen. Fragen? Anmerkungen? Sehe ich nicht. Dann ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag zum nächsten Plenum einbringen? Möchte sich jemand enthalten? Das sehe ich nicht. Dann machen wir das so. Anlasslose Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Charta der Menschenrechte. Der Grundrechte der Europäischen Union. Jetzt Moratorium für Umsetzung einrichten. Frank. Jo. Ja, wir haben ja eine doch sehr angenehme Weihnachtsüberraschung, Weihnachtsgeschenk bekommen am 21. Dezember, als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte halt festgestellt hat, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung in ganz Europa gegen die Grundrechtecharta der Union verstößt. Das war auch Thema auf dem 33C3 logischerweise. Und da gab es einige Kontakte von uns auch zur Internetwirtschaft und da wurde halt ein bisschen diskutiert. Und wir haben ja hier das Problem, dass wir natürlich vom Verfassungsgericht in Deutschland auch eine Klage laufen haben gegen die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, die, was noch nicht entschieden ist, wo aber gleichzeitig die Industrie umsetzen muss, die Daten zu speichern, und zwar bis zum 1. Juli diesen Jahres. Das heißt, sie sind jetzt schon dabei, weil so von jetzt auf gleich kann man das natürlich auch nicht machen. Problem, es ist zu erwarten, um nicht zu sagen sehr wahrscheinlich, dass auch dieses deutsche Gesetz wieder gekippt werden wird, aufgrund der Rechtsprechung vom EuGH. Jetzt muss aber hier in Deutschland halt umgesetzt werden. Das heißt, wir haben ja für die Wirtschaft ein Problem, sie muss Geld ausgeben, was sie wahrscheinlich nicht wiederkriegt. Und darauf wollen wir unter anderem mit diesem Antrag halt hinweisen und erwarten eigentlich eine Initiative von der Landesregierung, weil hier durch Vodafone, Telekom, alles Unternehmen in NRW, halt dann auch NRW sehr stark oder diese Unternehmen sehr stark belastet sein werden mit Kosten. Und wir wollen also aufmerksam machen, dass nicht nur wir in Deutschland die Vorratsspeicherung stoppen müssen, sondern dass es auch ein wirtschaftliches Problem jetzt aktuell ist und deswegen die Landesregierung aktiv werden muss über den Bundesrat und alle anderen Möglichkeiten, die sie hat. Das ist die Zielsetzung dieses Antrags und natürlich grundsätzlich das Thema Vorratsdatenspeicherung nochmal thematisieren und auf die Menschen hier aufmerksam machen auf das, was es an guter Rechtsprechung in Europa gibt und weswegen auch diese ganzen Institutionen in Europa wichtig sind. Gibt es Fragen? Gibt es Anmerkungen? Ist das eine Meldung, Frank? Frank möchte eine Frage beantworten, die nicht gestellt wurde. Vielen Dank für diese Frage. Ich beantworte zunächst eine andere. Wenn sich keiner meldet, hätte ich noch eine Anmerkung. Man ist ja manchmal ein bisschen betriebsblind. Ich habe gerade erst etwas
gesehen, also ein paar, zwei Rechtschreibfehler, die ich da gerne noch ändern möchte. Und in der Überschrift, und würde ich euch gerne um eure Meinung bitten, der erste Teil, anlasslose Vorratsdatenspeicherung, verstößt gegen Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ist sicherlich unbenommen. Jetzt Moratorium für Umsetzung in Deutschland einrichten, könnte da besser stehen zum einen. Aber ist dieses so verständlich genug oder sollte da besser stehen als zweiter Satz, Vorratsdatenspeicherung in Deutschland jetzt stoppen? Gott, wer ist für Vorratsdatenspeicherung jetzt stoppen? Der Dirk, wer ist für jetzt Moratorium für Umsetzung in Deutschland einrichten? Der Grumpy und die Moni, wer ist für jetzt Moratorium für Umsetzung einrichten? Niemand. Jetzt Moratorium für Umsetzung in Deutschland einrichten. Zack. Ist jemand dagegen, dass wir mit dem neuen Titel diesen Antrag so ins Plenum einbringen? In Deutschland muss da hinter der Umsetzung stehen. So, gibt es weitere Anmerkungen, Fragen? Sehe ich nicht. Ist jemand gegen die Einbringung des Antrags mit diesem neuen Titel? Das sehe ich nicht. Möchte sich jemand enthalten? Sehe ich auch nicht. Dann machen wir das so. Letzter Antrag. Die Landesregierung muss sicherstellen, dass in Nordrhein-Westfalen endlich alle Menschen über die Menschenrechte des Kindes informiert sind. Da haben wir jetzt, glaube ich, niemanden, der diesen Antrag vorstellt. Doch, der Grumpy. Dann los. Ja, trotz der kurzfristigen Krankheitsfälle kann ich diesen Antrag ein wenig vorstellen, denn auch dieser Antrag ist dem digitalen Kompass geschuldet, tatsächlicherweise, denn es geht in dem Zusammenhang auch stets darum, auch digital alle Mittel und Wege auszuschöpfen, in dem Zusammenhang die Leute zu informieren, die Bürgerinnen und Bürger des Landes und in diesem Fall über das sehr, sehr wichtige Thema im Rahmen der Umsetzung der Menschen- und Kinderrechtskonvention, vor allen Dingen der Vereinten Nationen, sehen wir hier eine gute und günstige Möglichkeit, dass das Land Nordrhein-Westfalen entsprechend alle Menschen über die Rechte von Kindern informieren kann, muss und soll. Details wiederum kann ich jetzt nicht beantworten. Ich habe einen ähnlichen Antrag wie Frank gerade. Ich würde gerne den Titel ändern. Dass Menschen über Menschenrechte informiert sind, hört sich komisch an. Ich würde einfach Rechte des Kindes dahin schreiben. Punkt. Oder Rechte von Kindern, ja. Von mir aus auch das. Also statt Menschenrechte des Kindes, da Rechte von Kindern, weil es liest sich einfach sehr holprig. Alle oder gar keine? Schwierige Diskussion mit der linksbizarren, grün versifften irgendwas. Der Hilmar meldet sich, ich hatte vorhin aber links noch eine Meldung gesehen, aber er ist jetzt rausgegangen. Ja, dann Hilmar. Also ich würde gerne, auch wenn ich hier nicht Stimmrecht habe, ich würde dagegen argumentieren, weil das die UN-Menschenrechtscharta ist und da das geregelt ist, dass die Rechte. Und deswegen würde ich den Titel zumindest, was Menschenrechte angeht, das Wort nicht verändern. Das wurde aber gerade gesagt, dass die Rechte des Kindes. Also von Kindern. Rechte von Kindern, bitte? Ja, aber er hat es ja vorgeschlagen. Deswegen will ich ja dagegen sprechen. Es geht ja hier. Naja. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann machen wir es einfach wie gerade bei Frank. Wer ist für den Titel Landesregierung muss sicherstellen, dass in Nordrhein-Westfalen endlich alle Menschen über die Rechte von Kindern informiert sind.
Wer ist dafür, ja, es redet doch gar nicht mehr der Redner. Wer ist dafür, dass der Titel, so wie er da jetzt steht, alle Menschen über die Menschenrechte des Kindes informiert sind, bleibt? Nein, ich habe gerade gesagt, alle Menschen über die Rechte von Kindern. Das ist mein Vorschlag. Da habe ich mich gemeldet. Jetzt, der Vorschlag ist so zu lassen, wie es ist. Alle Menschen über die Menschenrechte des Kindes, das sind zwei. Das war ursprünglich so. Endlich alle Menschen über die Menschenrechte des Kindes. Nein, da stand alle Menschen. Dann hat der Grumpy das Menschen weggenommen. Dann hat er es wieder hingeschrieben. Jetzt hat er es wieder weggenommen und wieder hingeschrieben. Ein dritter Vorschlag. Die Landesregierung muss sicherstellen, dass Nordrhein-Westfalen jeder über die Menschenrechte ist oder wird. Okay, pass auf, ich mache jetzt folgenden Vorschlag, wir werden einen Titel finden. Jede Schrägstrich R über die Menschinnenrechte? Mit ohne Sterne. Ich warte eben, bis der Grumpy wieder da ist und dann. Moni. Es wird noch besser. Du kannst eigentlich nur schreiben, dass alle die Möglichkeit haben, sich zu informieren, weil du kannst gar nicht sicherstellen, dass jeder informiert ist. Da müsstest du ja die Leute ja zwingen, das zu lesen. Lieber Hilmar, für das Vorstandsreferat bekommt ihr da einen anderen Titel hin, der niemanden zwingt, die Charta der Menschenrechte zu lesen und gleichzeitig nicht Menschen Menschenrechte erklärt. Sehr gut. Vielen Dank für dieses Nicken. Dann bleibt der Titel einfach in Frage und es geht ja um den Antrag eigentlich. Gibt es jemanden, der gegen den Antrag ist, egal welchen Titel er trägt? Also den Inhalt des Antrags einfach. Kommt auf den Titel an. Ja, kannst dich ja enthalten. Oder dagegen sein. Okay, wer ist dagegen, dass wir den Antrag einbringen mit dem Inhalt des Antrags? Na, ein bisschen Spaß muss sein. Gibt es jemanden, der sich enthält? Das sehe ich nicht. Dann machen wir das so und finden noch einen stimmigeren Titel. Warte kurz auf die Protokollierung, komme dann zu Top 7 Sonstiges. Da haben wir einen Antrag von Toso zum Thema KVTs. Und los geht's. Ja. Genau, es ist nochmal der Bedarf aufgekommen nach zwei weiteren KVTs. Zum einen können wir das mit den offenen Haushalten zwischen Land und Kommunen inzwischen sehr gut darstellen. Deshalb hätte ich gerne ein nachgelagertes KVT nochmal zu dem Thema. Zum zweiten sind wir beim letzten KVT tatsächlich ob der schieren Masse an Informationen nicht fertig geworden mit der Vermittlung der Arbeit der Fraktion zu den Kommunalen nochmal. Deshalb hätte ich gerne einfach nochmal zwei KVTs veranstaltet, einmal am 19. Februar, einmal am 19. März, jeweils Sonntage. Und nach Absprache mit das Marsching habe ich das hier heute eingestellt. Schmeiß weg, tritt sich fest. Gibt es dazu Grumpies? Genau, du darfst. Gerade kurze Nachfrage, Hartmut, kriegen wir hin, oder? Wenn. Also. Wir würden dann wieder eine entsprechende Vorlage machen für den Vorstand, aber wichtig ist, muss erst, dass der Grundsatzbeschluss gefasst wird hier. Weitere Fragen, Anmerkungen? Sehe ich nicht. Gibt es jemanden, der sich dagegen ausspricht, dass wir zwei weitere KVDs am 19.02. und 19.03. durchführen und hier den Grundsatzbeschluss dafür herbeiführen? Das sehe ich nicht. Möchte sich jemand enthalten? Das sehe ich auch nicht. Dann ist das einstimmig. Gibt es weitere Punkte unter Sonstiges, die wir jetzt vergessen haben, nicht besprochen haben? Auch das sehe ich nicht. Dann beenden wir jetzt den öffentlichen Teil. Ich verabschiede mich vom Stream. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.